Auch in diesem Beruf gibt es einige Schattenseiten. Jaden Yard ist Teil der Strippergruppe Sixpacks, die bei ihrer kommenden Tour von Daniel Lopez, 44, als Sänger unterstützt wird. Jaden tritt also regelmäßig vor vielen Zuschauern auf und wird vor allem von Frauen bejubelt. Im Interview mit Promiflash erzählte er nun aber, dass er auch schon schlechte Erfahrungen mit Fans gemacht habe. Er sei er nicht nur gestalkt, sondern sogar schon angezeigt worden. Es gab schon mal den einen oder anderen Stalker, verriet der Tänzer bei einem Pressetermin im Rahmen der Dirty Virtual Venus. Die Personen seien in den sozialen Medien aktiv gewesen und hätten laut Jaden behauptet, dass sie ihn seit Jahren persönlich kennen würden. Ich habe nie auf irgendwas reagiert, bis ich dann angezeigt wurde, schilderte der Fitnessliebhaber die Situation gegenüber Promiflash. Mir wurden Geschenke gemacht, die dann zurückgefordert wurden, fügte er hinzu. Er habe auf die Forderungen nicht reagiert und sei dann wegen Unterschlagung angezeigt worden. Es gäbe auch Mädels, die versucht hätten, ihn bei seinen Gesprächen zu belauschen. Das sei besonders gruselig gewesen. Das sei aber die Ausnahme. Die meisten Fans sind ganz lieb und nett. Mit denen kann man ganz toll interagieren und wir freuen uns über jedes positive und meinetwegen auch negative Feedback, versicherte Jaden im Interview mit Promiflash.